So, hallo Leute, hier ist der Fangamer, wir sind bei Mafia. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. So, da fahre ich lieber ein bisschen näher. Vorsicht, Platz da! Also, das Entschuldigung. Ist ja wohl das Letzte. Pass auf, wo du deine Pfoten hast. Was? Okay, alles Arbeiter. Da nicht. Das kann nichts Gutes heißen. Da ist einer. Steht der irgendwann wieder auf? Kommst du zu mir runter? Pass bloß auf mich auf, ja? Das habt ihr doch auch gehört, oder? So. Passt mir gar nicht, dass Bevers uns das Geld kürzt. Er hat Zehntausende Dollar mit dem Schnaps verloren und... Was war das, verdammt? Lieber alle ausschalten. Er gibt keinen Mucks von uns. Ist das was Gutes oder was Schlechtes für uns? Schon so gut wie erledigt. Versuchen wir es hier drüben. Oh. Sicherheitshalber. So, den Beste holen wir uns natürlich. Da stehen einem ja die Haare zu Berge.
der Geier, was das war. So, Wachposten ist ganz wichtig, dass der erledigt wird. So, das heißt, der ist da irgendwo runterkommen. Was zum Teufel? Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Ja, solltest du. Das ist ja traurig. Na komm hier, aber... Ja, dich habe ich gemeint. Wow. Scheiße. Volltrottel! Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich dachte, ich sei bereit. Ist aber nicht so. Geh um ihn rum. Ich gehe in Deckung. Oh, ich bin alarmiert. Oh. Sag dem Arschloch, gute Nacht. Ich mach ihn alle. Ich geh in Deckung. Er tötet unsere ganzen Leute. Wandslutscher. Ja. Nee, diesen Sack scheiße um. Oh. Dem nicht wehgetan haben. Zwei Scheine für den Mann, der diesen Penner kalt macht. So. Du, Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. So, gesichert.
Die Destille ist leergeräumt. Geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Schnappt ihm das Schlachthaus weg und diese Ratte Barbieri wird reagieren müssen. Nie zufrieden. Ja. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ah, da oben. Ich bin in Point Verdun. Brauch einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Aufrüsten. Was? Munition voll? Danke. So haben wir es gern. Entschuldigung. Ja, fahr auf deiner Spur, Haberer. So, jetzt nehmen wir uns die anderen vor. Oh! Dachte, das geht sich aus. Zum Henker willst du einen Köter? Nicht für mich, für Mary. Schau doch mal im Tierheim vorbei. Geht nicht. Sie will nicht irgendeinen Hund. Muss schon reinrassig sein. Du weißt aber schon, wie sie die reinrassig halten, oder? Woher soll ich das wissen? Die lassen es die Mami-Hunde mit ihren Söhnen treiben. Die Brüderhunde mit den Schwestern und sogar die Papi-Hunde mit ihren Töchtern. Im Ernst? Ich hätte lieber den Kreolen. Scheiß, haben sie in Europa auf. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie dieser Neger, der Ralph abgeholt hat, ins Bild passt. Ein Partner? Auf keinen Fall. Ralphs Leute sind seit Urzeiten in der Southern Union. Kann mir nicht vorstellen. Du gehörst hier nicht hin, mein Freund. Oh.
Entschuldigung. Die Ratte soll froh sein, dass sie ihren Arsch gerettet hat. Ich hab keinen Bock zu quatschen. Nicht, dass das eine Ratte war. Ich muss dich bitten, wow, zu gehen. Okay, aber nicht allein. Oh. Oh, das ist so britisch. Scheiße. Scheiße. So wollte ich das nicht. Oh. Darauf warte ich schon den ganzen Tag, Hurensohn. Oh. Ich sehe ihn! Da ist er! Ich breche ihm sämtliche Knochen. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ich gehe in Deckung. Da ist der Aufgang. Das ist deine eigene Schuld. Ich greife ihn jetzt erst. Gib mir Feuerschutz, solange ich das habe. Oh, da ist er. So. Da! Da! Seht ihr ihn? Ich gehe in Deckung. Oh. Oh. Stirb endlich, Alter. Die Waffe ist stark.
Rücken frei! So. Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Das Rushen war heftig, aber hat sein müssen in dem Fall. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Oh, machst du Spaß? Gut, dachte, der ist jetzt unterwegs. Puh. Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zugkompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. Drei von den vier Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Crowds kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Erledige den Schlachter. Das machen wir in der nächsten Mission. Ich bin der Fangamer, macht's gut. Bis dann, ciao und baba. Was in diesen Räumen passierte,